So, yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal bei einer kleinen abendlichen Runde an meiner Willi-Straße. Spot ist es nicht, ist eine Straße, hier fährt aber so gut wie niemand. Ja, ich wollte einfach mal drüber reden, wie es bei mir mit den Willis angefangen hat. Weil viele schreiben mir mittlerweile schon, wie das alles, wie man das lernt und fragen nach Tipps. Gibt es mittlerweile auch einige schon. Obwohl ich ja finde, dass meins immer noch nicht so krass ist. Also klar, es ist eigentlich wirklich relativ gut. Aber da gibt es echt krassere. Ja, wie hat das Ganze bei mir angefangen? Also es war ungefähr so, ich hatte ja lange Zeit meine 690 und ich bin sogar ein ganzes Jahr gefahren, ohne sie überhaupt zu üben. Also viele von meinen Kumpels konnten das damals schon. Und ich habe ein Jahr lang, ich habe es immer mal so ganz kurz mal probiert, so ein bisschen den Gaswheel ausprobiert. Ich war mir aber halt immer mega unsicher. Ich konnte damals mit dem Fahrrad schon richtig gute Manuals und auch Wheelies konnte ich damals echt richtig gut. Aber mit dem Motorrad fahre ich das ganz was anderes, weil man kann es trotzdem nicht vergleichen. Ich kenne auch zwei Kumpels, die fahren beide eine, beziehungsweise einer fährt eine 690, einer fährt eine 701er. Die können mit dem Fahrrad das auch so gut und auf dem Bike tun sie sich einfach mega schwer. Also man kann es nicht so direkt übertragen, aber ich denke mit ein bisschen mehr Übung geht es schon trotzdem. Ja, aber kommen wir mal zurück, wie ich es geübt habe. Und zwar war das Ganze so, ich habe es definitiv bergauf geübt, weil es hilft euch schon mehr, weil ihr könnt euch ein bisschen langsamer an den Kipppunkt tasten. Bei anderen, beziehungsweise bergab, kennen das wahrscheinlich die vielen Leute, die es mittlerweile schon können, bergab kann man mega krass coastern, weil das Hinterrad sozusagen schneller weg will als wie bergauf. Bergauf drückt es das Hinterrad. Ist jetzt schwer zu erklären, aber er drückt das Hinterrad eher nach hinten, als dass es das nach vorne drückt. Und dadurch habt ihr einfach einfacher, euch an den Kipppunkt ranzutasten. Also bei mir war das damals auch so, ich habe das an einem anderen Berg geübt, einem Tag lang ewig oft. Ich glaube, ich habe das komplette Getriebe und meine 690 so rangenommen, weil ich irgendwann nach ein paar Stunden versucht habe hochzuschalten. Aber das hat eine ganze Weile echt nicht gut geklappt. Also es hat, ihr wisst, es ist der Schalt immer noch ohne Kupplung hoch und da ist es nicht so einfach wie jetzt, dass ich jetzt sage so, yo, ich nehme kurz Gas weg und schalte den Gang rein, sondern da ist es einfach mehr so Qual und du magst, da war ich eh so ungefähr so draufgegangen, die ganze Zeit so gerudert am Gas. Aber es hat trotzdem am Ende vom Tag gefühlt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 200-300 Meter weit war der schon. Und dann bin ich bestimmt ein ganzes Jahr, wenn nicht sogar 2 Jahre, glaube ich, komplett ohne, dass ich eine Kontrolle von der Hinterradbremse hatte, gefahren. Und mir ist aber Gott sei Dank nie was passiert. Das Witzige ist auch, dass mir eigentlich bei meinen Kennzeichenschleiferversuchen ist mir auch nie was passiert. Nur einmal, also hatte ich brandneue Reifen auf meiner 690. Die waren noch richtig schön rund. Man kennt sie ja, wenn die eine Zeit lang abgefahren sind, sind die trotzdem in der Mitte ein bisschen blätter, als wenn sie neu sind. Und dadurch habe ich meinen ersten Wheelie gemacht und es kam ein Windstoß direkt von der Seite auf der 690. Die 690 hat so riesen Angriffsfläche, das alte Containerschiff. Und dadurch hat es mich nach links gedrückt und so sehr, und da war ich damals so lange nicht so sicher, wie ich es jetzt bin. Und durch den Schock habe ich den Fuß von der Bremse genommen und bin, ich war da wirklich relativ schnell, also ich würde sagen, da hatte ich bestimmt 70 km drauf und bin so nach links gekippt. Ich weiß noch, ich habe das noch so richtig vor Augen, dass ich so dahinter war und dann eben runtergeflogen bin und dann war mein Kennzeichen, also wenn man das Heck anzieht, war das komplett so hoch gebogen. Also wirklich, es war komplett so nach oben gebogen. Also nicht mehr auch in die Fahrtrichtung gezeigt, sondern in die andere Richtung. Und ja, dann bin ich schnell weggefahren noch. Da ist nix, mir ist nichts weiter passiert. Ich hatte ein paar, ich hatte da keine kurze Hose, meine Jeanshose ist ein bisschen aufgeschürfelt gewesen. Bei mir hat wirklich gar nichts gefehlt. Also ich hatte auch keine Abschiffungen irgendwo. Ich hatte da unvorbildlich, wie es für mich ist, auch keine Schutzkleidung natürlich an, sondern nur eine Jeans. Und ja, ich bin dann weitergefahren, nach Hause gefahren. Hab das dann alles wieder ein bisschen gerichtet, das hat sich relativ leicht biegen lassen, weil ich ja auch so ein Metall-Zusatzheck hatte. Und dann bin ich auch schon wieder weitergefahren.
Ich war dann bloß so angepisst, dass es passiert ist, weil es ist wirklich nur passiert, meiner Meinung nach, wegen dem neuen Reifen, weil der so leicht gekippelt hat und ich es halt nicht mehr gewohnt war. Man fährt dann trotzdem meinen abgefahrenen Reifen ziemlich lange und ich bin damals auf die Condi Attack SM gefahren. Die fahren sich eh relativ schnell, Alter. Der war viel platter wie mein neuer. Ja, das hat mir aber nicht die Angst genommen, also das hat mir schon ein bisschen Respekt gemacht davon. Aber nicht die Angst so vor Videos genommen. Ja, was war der nächste Fail? Der nächste Fail war, soweit ich weiß, auch das Kennzeichenversuch, im Kennzeichenschleiferversuch. Weiß ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das vor meinem Training war oder danach irgendwann. War damals auch so, wenn ich das finde, den Instagram-Beitrag finde ich auf jeden Fall. Wenn ich das finde, blende ich das mal ein, weil das ist richtig lustig. Ja, wie ich schon gesagt habe, war wahrscheinlich richtig witzig. Ich musste selber immer wieder lachen, das ging damals in Instagram ziemlich ab. Und ja, dabei war es auch so, das sieht man im Originalvideo noch. Da liege ich am Boden und mein Schuh, also nicht mein Fuß war unter der Fuß, hatte ich Glück, sondern nur mein Schuh. Und ich konnte deswegen nicht aufstehen. Und der Kollege, der gefilmt hat, hat einfach weitergefilmt. Der kam nicht zu mir her oder so, sondern der hat einfach dort gestanden und weitergefilmt. Und ich so, yo, hey, komm mal her, ich brauche jetzt da Hilfe. Ja, jetzt haben wir schon zwei Wheelie-Fails gezählt. Muss ich nur überlegen, ich habe aber noch einen gehabt. Und das war der da vorne hier an dieser Straße. Und dabei habe ich mir das Moseband und ich glaube das Außenband von meinem Fuß gerissen. Und zwar war das so, da wollte ich Circles üben mit der 690 und der Originalübersetzung. Und ich konnte damals, ich konnte noch gar keine Circles, also ich konnte es wirklich überhaupt nicht. Aber ich habe, das war ungefähr so, ich führe euch das gleich mal vor, wie das Ganze ausgesehen hat. Und zwar sah das ungefähr so aus. Ich bin halt hier ganz normal entlang gewielt. So. Hab dann hier gecoastert. Und dann bin ich so leicht mit der 690 so noch auf die linke Seite gekippt. Und was habe ich in dem Moment gemacht? Ich habe im zweiten Gang versucht, den Circles zurecht aufzurechterhalten. Und viele kennen es, die Circles üben. Du gibst dann nicht mehr nach links, sondern eben nach rechts. Und das war natürlich so ungewohnt für mich, das ist auch jetzt noch ungewohnt für mich und wahrscheinlich für viele von euch auch. Ich habe dann den Fuß von der Bremse genommen und die 690 ist dann nach rechts gekippt und ich bin mit dem Bein so auf dem Boden, dass ich meinen Fuß so komplett nach innen gedrückt habe. Und als das passiert ist, habe ich schon gemerkt, das hat jetzt was einen riesen Schlag gemacht und dass da jetzt was kaputt ist. Ja, und so war es dann auch. Ich bin dann noch heimgefahren, also ich habe hier ein paar Kilometer heim und dabei ist es mir im nächsten Dorf dann passiert, dass es mir schwarz vor Augen geworden ist. Ja, das ist mir so schwarz vor Augen geworden, dass ich erstmal anhalten musste, weil ich habe auch nichts mehr gehört. Also ich habe wirklich gar nichts mehr gehört, ich war da drauf gesessen, ich musste anhalten, sonst wäre ich wahrscheinlich umgefallen mit dem Motorrad und mir wäre irgendwas passiert. Und dann nach 5 Minuten warten dort, ging es mir dann Gott sei Dank wieder besser und ich bin dann gerne nach Hause gekommen. Und bin von da aus dann direkt ins Krankenhaus gefahren worden. Ja, und da ist dann festgestellt worden, dass halt eben meine zwei Bänder gerissen sind. Und dass es auf jeden Fall operiert werden muss, weil sie das Band wieder zusammenflicken müssen. Gibt es ja, soweit ich weiß. Also wenn das jemand vor euch hatte, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war. Weil bei mir war es so, dass die zu mir gesagt haben, es muss definitiv genäht werden, beziehungsweise genäht und operiert werden. Und man das nicht so lassen kann. Und auch das Syndesmoseband, das liegt irgendwie zwischen den Knochen, soweit ich weiß, kann ich euch auch nicht genau erklären. Aber auf jeden Fall musste es auch, da waren dann zwei Schrauben drin. Die waren, glaube ich, knapp 8 Wochen oder was drin. Sind dann wieder rausgemacht worden mit örtlicher Betäubung, war richtig ekelhaft. Aber ja, musste ich durch, war mitten im Sommer, war glaube ich im Sommer 2017. War ein richtig dummer Fail, aber naja, aus Fehlern lernt man. Ich wollte damals einfach viel zu schnell, viel zu viel. Ich habe dann mit der 690 dann irgendwann später dann nochmal Circles geübt, die ich jetzt auch ganz normal kann. Aber da war halt das Ding, da wusste ich, wann ich aufhören musste. Und ich, damals wollte ich einfach an einem Tag viel zu viel. Ich habe das ein paar Mal probiert, bin immer mal so eine Viertelumdrehung gekippt. Aber ich wollte einfach zu viel, ich habe es immer wieder gemacht und wieder. Dann
war es halt schon mal knapp. Naja, und irgendwann war es halt dann, vorbei. Ja Leute, das war's dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Fails. Das wollte ich euch mal erzählen. Mit der EXC hatte ich eigentlich noch nie einen großen Fail, also immer nur so Kleinigkeiten. Mit der EXC passiert einfach auch nichts Schlimmes. Kann man ein bisschen leichter noch halten. Die 30, 40 Kilo Unterschied merkt man schon. Und ja, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.